Moschi Moschi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Und wir machen... In deinem Alter wurde ich jeden Tag von alten Leuten verhauen. Wir machen direkt das Upgrade. Wie cool. Was, Raketenbeschuss? Das war alles? Ah ne, ich hab nochmal. Nochmal Raketenbeschuss. Wie oft haben wir denn den? Oh, das war's. Okay, war jetzt nicht so der Bringer. Muss ich ehrlich zugeben. Ein Sturm zieht auf! Ich komme nicht bis zu... Aber wir können 4 machen. Das können wir auch mal. Dünne Reihe. Ah, den haben wir auch noch. Okay, halt. Nee, ruft Moses herbei. Moses ist eine gute Idee. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Das war mega gut. Genau, jetzt machen wir nämlich... Das ist mein Wunderarsch! Sekunde, das war falsch. Das ist mein Wunder. Nice. Feind am Boden. Die da hinten können uns gar nichts, ey. Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Scheiß drauf. Was wollen die denn machen? Wir sind schon viel zu weit. Oh oh. Nein. War das fest genug, um dir Anstand einzubläuen? So. Für Chaos! Bist du sicher, dass du nicht radioaktiv bist, Professor? Nein! Nice. Du kannst auch nichts machen. Stirb! Okay, der kann was machen, das ist nicht so gut. Oh, es ist eklig. Du siehst mitgenommen aus. Hier kommt Tupperdose! Hier kommt Tupperdose. Ich könnte jetzt mit ihm den Platz tauschen. Also mit dem da. Aber... Aha, das ist besser. Tupper-Tornado-Warnung! Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Da kommen immer mehr. Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Ja, aber das ist kein Problem. Au! Fuck, jetzt geht's schon auf! Gesehen. Hab dich nicht gesehen, finde ich gut. So, wir könnten... die Oma umbringen. Hier blitze ich einen! Juhu! Die Unwetter fordern weitere Opfer! Oh, Ulti bereit. Ulti bereit. Wie wär's mit unserer Ulti mal wieder? Ja, komm schon. Die hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ich habe ja schon lange nicht mehr gespielt. Okay. Ah, Kacke. Elemente stehen mir bei. Ich sage schon seit Jahren, dass elektrisches Licht überbewertet ist. Das ist eine Frau da hinten. Das ist ein Typ. Was sind alles die dran? Die kommen nicht so weit, oder? Ja, alles gut. Chaos, kommt euch holen! Okay. Immer noch unterschaut. So. Ich mische jetzt auf.
Auch den Muntermacher! Nein, Tree kommt nicht rein. Ein Sturm zieht auf! Geschieht dir recht, du Arsch! Aber der dahin ist down. Wir kriegen Tweak hier echt nicht rein? Ah, das ist ja Müll, ey. Mann. Wenn der jetzt noch stirbt. Tweak, nicht sterben. Nicht sterben, Tweak. Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Ja, die kommen doch alle nicht ran, oder? Ja, easy. Jetzt bin ich wohl dran. Ich lasse es jetzt krachen. Wir barrikadieren uns. So, jetzt wie kommst du aber rein. Ich komm gleich, Leute. Geht doch. Ohne Scheiß. Was? Warum? Ich krieg die Motten, ey. Donnerlittchen! Das ist nicht gut für die Pumpe. Ist ja lächerlich. Der macht gar nichts. Mann, wie komm jetzt endlich rein? Ja! Ihr seid verloren! Oh, nix. Vektoren berechnet! Angriffssequenz beginnt! Was auch nix. So, Tweak, jetzt aber. Ich bin es, Wonder Tweak! Na, endlich. Kannst du auch irgendwann heilen. Ja, heil mich. Ja! Wassermarsch! Nice. Puh, wir haben es geschafft, Leute! Ja, wir sind entkommen. Du hast gewonnen! Sieg! Siegel der Freiheit. Und irgendwas Gutes, das wir besser benutzen können. Mysterion! Doc, hier Mysterion! Mission trotz Problemen erfolgreich! Gute Arbeit, Leute! Ich gratuliere dir! Du bist jetzt Mitglied der Freedom Pals! Begleite uns heute Abend auf die Mission zum Polizeirevier. Die Polizei kassiert Schmiergeld von South Parks neuem Unterweltkönig. Das stimmt. Auf dem Revier können wir vielleicht rausfinden, was hier gespielt wird. Willkommen im Team. Bis heute Nacht. Erzähl niemandem, dass wir zum Polizeirevier gehen. Okay. Okay. Crafting. Nee, Crafting war falsch. Hier, Artefakte. So, haben wir hier was Besseres? Ja. Da verlieren wir aber ganz schön viel Rückstoß-Kombo. Ich will keine Rückstoß-Kombo verlieren. Alter, verlieren wir so viel Rückstoß-Kombo. Wie sieht's hier aus? Da auch. Okay, können wir höchstens das hier noch verändern. Ja, machen wir das. Also überhaupt das, was ich bekommen habe? Ich bin mir dann jetzt gerade nicht so sicher. Ja, aber alles andere. Ja, das war mal das, was wir vorhin gekriegt haben. Okay, alles gut. So. Alter, das war geil, Neuer. Achtung, Kuhnfreunde, alle sofort zum Kuhnversteck. Wir wissen jetzt, was die Freedom Pals wissen. Alle Kuhnfreunde zum Kuhnversteck. Super Arbeit, Arschlot. Sprich mit Kuhn im Kuhnversteck. Jetzt wird's kompliziert. Wir gehen jetzt erstmal zur Schule. Dazu gehen wir hier links. Dann fällt die wenn du Lust auf einen. Ich bin es, Professor Chaos. Ich hab da ein fettes Problem. Ich hab doch diese ganzen Migrantenlakaien.
Naja, und irgendwie kann ich dir nicht mehr bezahlen, weil du meine Pläne vereitelt hast und ich so kein Geld verdiene. Und jetzt sind die Lakaien ganz schön angepisst. Treffen wir uns auf der Bank? Wäre ich dir voll dankbar. Chaos, Ende! Die Bank ist doch gleich hier. Ja, da kann ich mal hin. Oh Mann. Jetzt, wo, weißt, jetzt, wo ich hier die Mission durchballern will, kriege ich die ganze Zeit hier so Sidequests, ey. Wunderarsch ist hier. Sehen Sie, da ist er. Danke, dass du gekommen bist. Ah, diese Person soll also mit unterzeichnen? Richtig, ich habe ein paar Lakaien angestellt, die mit mir die Stadt zerstören sollen. Aber mein Plan ging in die Binsen und deshalb kann ich sie im Augenblick nicht bezahlen. Was wir tun können, ist eine GmbH für sie einrichten, die ein Geldmarktkonto eröffnet, für das ihr Freund sein Haus an eine Übersee-Investmentfirma verpfändet. Und futsch! Futsch? Das Haus ihres Freundes ist futsch, gehört einer Firma in Hongkong. Danke, schönen Tag noch. Aber ich wollte nur meine Lakaien bezahlen und nicht meinem Freund das Haus kosten. Ja, sie kennen sich nicht gut mit dem Wirtschaftskram aus. Will ihr Freund mal? Ja, spiel du, Neuer. Lirum larum, Löffelstiel, wer nicht wagt, gewinnt nicht viel. Jetzt du. Was testet dein Glück und dreh am Rad? Erhalte Boni, um Geld zu verdienen oder ökonomische Klasse aufzuhören, ohne bankrott zu gehen? Rad drehen. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Was ist das denn? Erreiche dein Klassenaufstiegsziel und steige auf die nächste Ökonomiestufe. Gehst du bankrott, steigst du ab. Immun gegen den nächsten Bankrott. Okay. Oh Mist, was passiert jetzt? Auf Gold gestoßen. Gold for Cash Bonus. Gold, alle Bankrottfelder Gold, werden zu Gold. Spin. Oh, okay. Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold. Immobilien! Wir sind Slumlords! Steuerzahler-Rettungsschirmbonus. Wenn du auf Bankrott landest, müssen die Steuerzahler für dich einspringen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber... Kreditausfallversicherungen klingt gruselig! Zum Damit Anhalt hast du dir den Marktmanipulationsbonus verdient. Benutz ihn vor dem Drehen, dann kannst du das Rad jederzeit anhalten. Du hast es geschafft! Ich bin Unterschichtler. Wow. Ich hab's noch nicht ganz raus, was hier abgeht. Wir haben einen Gewinner. Diese Kinder haben ein Darlehen über 80.000 Dollar erhalten, um Lakaienarbeitern ihre Löhne zahlen zu können. Auch sie können gewinnen. Versuchen sie es einfach. Hier ist euer Scheck. Wow, vielen Dank. Was? Du hast das echt gut drauf. Komm, bring mir das zu meinen Lakaien. Ah ja. Sorry, aber mit jemand mit deinem Einkommen lasse ich mich nicht in den sozialen Medien blicken. Gut so, jeder ist ein Gewinner, außer den Armen. Aha. Okay. Ich bin komplett überfordert. Die Arschlochkinder, die Einwanderer eingestellt haben. Och nö. Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unsere... Sie klauen unsere Jobs. Sie klauen unsere Jobs. Moment! Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahl und ihrer Sexualität und so. Nein, das sind die anderen Typen. Wir wollen nur unsere Jobs zurück. Oh, dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung. Wo hab ich... P. Ich will... Ach, der... Okay, den muss ich immer dabei haben. Okay, dann will ich statt Wundertwerk will ich Mysterion dabei haben. Danke. Oh. Komm, starten. Mysterion, ja! Und Jungs, zeigen wir Ihnen ein paar amerikanische Lakaien! Apropos Lakaien! Hihi! Beschwöre einen Chaos-Lakaien. Er nimmt unseren Lakaien-Job weg! Und ihr? Hat ohne Hopp! Ich prügel dich wie Hund. Ich prügel dich wie Hund. Dein Arsch platzt gleich wie meine Schecks. Oh, nee. Obwohl, das ist ein Zweizug-Ding, glaube ich. Nee, ist nicht. Dann machen wir es rückgängig. Das tut viele. Du bist nicht dran. Amerika wurde von Amerikanern, nicht von Lakaien erschaffen. Mikroaggression. Mikroaggression. Bam.
Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Wieso wirst du nicht in deinem Land Lakai? Auto! Auto! Wollt ihr überfahren werden, oder was? Ich mag... Okay. Nein! Zeig keine Schwäche! Okay. Jetzt wird's aber hier ganz schön kriselig. Kann man irgendwie... Nee, dann machen wir den hier. Bah. Echt gut gemacht! Danke. Hier so, kommt Mysterio. Was kann der? Für einen Strafnagel. Zweischlag kommt mit umgekehrtem Rückstoß. Zieht einfach einen richtigen Schaden an. Angriff aus dem Hinterhalt! Ja, fühle, wie das Chaos dich durchdringt! Okay. Am besten machen wir hier sowas hin, ja. Ich glaube, gar nicht schlecht, oder? Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! So. Synchronisiere Sprengtimer auf meiner Tupperanzeige jetzt. Sie nehmen uns die Lakai schon weg. Oh, ich will Ulti von Mysterion sehen. Komme, was wolle. Ich will die Ulti von Mysterion. Das kann nicht gesund sein. Necesito más dinero. Die Freedom Pals werden siegen. Ah, er hat schon wieder mich. Nimm lieber ein Burrito zu dir. So, dir hau ich jetzt nochmal so eine aufs Maul. Mysterion Ulti incoming. Es ist soweit. Keine Gnade. Das gibt Rache. Was war das? Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mac Mark 3. Was? Warum? Was? Wie? Hä? Warum hat er einfach was gemacht? Verstehe ich nicht. Her mit dir! Juhu. Schild. Oh, das gehört das zu der Attacke vorhin dazu? Hier komm ich, Leute, macht Platz! Wow. Okay, und jetzt? Und jetzt nix. Du einfach da stehen und nichts machen. Ich will die Ulti von. Ah, der Feierabend. Okay. Oh. Warnung! Freedom Pearl außer Gefecht! Ah. Hey, ja. Mysterion Ulti. Ha! Huh. Das merke ich mir. Es sind so viele Leute im Weg. Okay, das ist trotzdem tot. Ich will trotzdem Mysterion Ulti. Los geht's. Okay, jetzt kann ich wenig Ulti machen. Okay. Ultimatives Opfer. Hört sich gut an. Bitte was? Oh nein! Das wollte ich natürlich nicht, Mysterio. Sie haben Kenny getötet. Mann, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Lakaien-Shops für die habe. Aber nochmal danke. Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte. Wäre doch cool. Tschüss. Wäre doch cool. Tschüss. So, wir haben wieder ein neues Artefakt. Weiß nur nicht wo. Ah, oh, da wo das Sternchen drin ist. Hahaha. So, dann machen wir Statuseffekt, Ulti-Erholung weniger. Ja, scheißegal, jetzt machen wir den mal. Ja, komm. So, okay, jetzt müssen wir... Ich wollte zu der Schule nach da unten, genau. Oh Mann, das ist voll stressig, ich habe so viele Quests. Hashtag Chaos. Blitzfreak? Blitzfreak? So, da müssen wir hin.
Zack. F-Schnellreise. Tju. Du hast den Rätsel versaut. Du solltest mit deinem Telefon zurück. Blablabla. Wir sehen uns. Okay. Okay, mein Kind. Tweak und Craig wollen offenbar eine Therapie machen. Okay. Kommst du zu uns in die Schule? Danke. Oh, hey du. Die Jungs und ich machen in der Sporthalle Therapieübungen. Kommst du hin? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Hey, Neuer, komm rein und setz dich. Okay, wir haben ja einen die zwei. Disput, okay? Craig und Tweak wollen die Therapie nur machen, wenn du dabei bist, Neuer. Okay, also, Craig, was möchtest du Tweak sagen? Ich glaube, er sollte eher mir was sagen. Okay, okay. Tweak, willst du anfangen? Wenn er so zickt, habe ich ihm nichts zu sagen. Okay. Okay, Neuer, magst du dich dann vielleicht dazu äußern? Okay, das läuft nicht gerade gut. Hä? Okay, Jungs, wie wär's mit einer Übung? Ein paar Kinder unterstützen uns dabei. Bei einer Therapie müssen wir erst einmal unsere Verbitterung loswerden. Okay, also raus mit der Verbitterung. Komm mal her. Komm her, Verbitterung. Okay, und in einer Beziehung haben wir auch noch Erwartungen. Okay, deine Erwartungen führen zu Verbitterung. Was natürlich Vorwürfe mit sich bringt. Kommt mal raus, Vorwürfe, okay? Und das alles endet natürlich in Quälereien und Abschottung. Ihr müsst also lernen, das alles zu überwinden, okay? Seid ihr bereit? Fertig? Haut ihn aufs Maul! Da sind sie! Tweak, Craig, prügelt ihnen die Scheiße raus, du auch Neuer! Okay. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Hau rein, Neuer! Ja, schnapp dir das Arschloch! Tweak? Haha! Blitz und Donner! Kartusch! Gutes Gefühl, weißt? Aber klar! Erst Erwartungen, dann Forderungen! Ah, wieso kann die so weit laufen? Ja, räch dich an dem Scheiße! Oh, Scheiße, niemand mag Quälereien! Achtung, Quälereien! Und Schock! Diese Tricks aus! Tju! Ja, er ist ja schon tot. Weiterer Vorwurf! Und tot. Verbitterung schlägt zu. Der ist auch tot. Nice. Super Craig? Ja, Stimper Craig. Okay, so, Super Craig. Hau ihr einfach aufs Maul. Wieder Faustschlag. Bam. Erwartungen wird man nicht so einfach los. Es gibt immer noch mehr. Och nein. Oh, oh Gott. Ah! Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr alle Erwartungen eliminieren wollt. Tweak, er hat recht. Hä? Wir werden diese Erwartungen und alles andere nur dann los, wenn wir es zusammentun, verstehst du? Craig, lass es uns tun. Okay, was machen die jetzt? Oh Mann, bin ich dran? Ulti? Seine Lieblingsbekundung, Feinde gegen einen Schock, was? Oh. Das sieht doch gut aus. Oh, Orgie der Macht. Errungenschaft freigeschalten. Die Musik ist cool. Das war wundervoll, Jungs. Jetzt mach den Rest fertig, okay? Wie schmeckt dir das, Abschottung, meinst du? Hey, hey, los geht's, King Kastu. Das werde ich egaler sein. Sanktionen, aber mit Inklusion. Deinen Sack. Das war doch die gleiche Melodie, oder? Camp Heldenhaft. Charakterbogen von Super Craig, Charakterbogen von Wonder Tweak. Yeah. Geht's euch nicht besser? Ach, irgendwie schon. Mir auch? Okay, kommt. Jederzeit immer wieder, wenn ihr Therapie braucht, okay? Das war's dann. Danke für deine Mithilfe, Neuer. Neues Ständer. Ja, euch Erwartungen. Danke, Wunderarsch. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir wollen es beide versuchen. Komm, Craig, ich hol deinen Laptop. Es ist unser Laptop, Tweak.
Ha! Gay! Okay. Jetzt haben wir das auch erledigt. Da oben ist noch ein Bild. Da oben ist noch ein Bild. Ach, warte mal, die Bilder müssen wir aufhängen. Ganz vergessen. Ganz vergessen, wir müssen die Bilder ja nicht aufhängen, nicht abhängen. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt. Hallo? Wo sind die blöden Viecher? Was? Ist es Zeit für Blitzkrieg? Was haben wir hier? Ah, okay. Finde die Yaoris. Aber wir könnten auch zu unserem Haus mal gehen. Wir gehen jetzt dahin. Zack. Renn lieber schnell. Sollen wir mal zu unserem Haus gehen, ob da was Neues drin ist? Nein. Bitteschön. Warst du an meinem Safe? Was hast du mich dazu angenommen? Alter, das mit dem Kunstwerk, das ist so viel, das kann kein Mensch lesen. Ja, was warst du an meinem Safe? Du hast Hausarrest, Mister. Einen ganzen Monat. Tut mir leid, der Neue hat mich dazu angeschifft. Er hat einen Hamster aus seinem Hinter geschossen und so einen kurzen Verursacht. Ich habe gesagt, du sollst nicht lügen. Noch einen Monat, Mister. Mein Lakaien und ich kämpfe jederzeit in deiner Zeit, der Wunderarsch. Herrscht dir Chaos. Du hast sehr gut zwischen den Zeilen gelesen. Dieser Herr hat ganz klar eine Minderheit auf dem Arbeitsmarkt. Steroide ist wie sie. Okay. Halt, wir müssen da runter. Halt hier runter. Keine Mädchen erlaubt. Was ein schlechter Code. Hier ist der Arschlot. Super Arbeit. Die Freedom Poser checken null, dass du sie gefickt hast. Okay, mal hinsetzen. Okay, Leute, hört zu. Arschlot hat herausgefunden, dass die Freedom Pearls heute Abend in das Polizeirevier einbrechen. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das Polizeirevier? Wir können nicht die Polizei ausschalten, spinnst du? Ja, lass das doch die Freedom Pearls machen. Das geht nicht, Leute. Wieso nicht? Weil ungefähr um 10:30 heute Morgen Classy von der Polizei verhaftet wurde. Woher weißt du das? Yo, what the fuck, ihr kleinen Pisser mit euren scheiß Capes wolltet mich doch beschützen. Ich hab nur einen fucking Anruf. Ihr Nigger kommt jetzt sofort her und holt mich hier raus. Scheiß möchtegern Superhelden-Spasten. Wir müssen ihr helfen, Leute. Wir haben's versprochen. Wenn wir die Freedom Pearls das alleine machen lassen, stehen wir als Trottel-Franchise da. Aber wieso sollten sie mit uns zusammenarbeiten? Du vergisst, dass Wunderarsch jetzt auf Kumpel mit den Freedom Pearls macht. Arschlord bringt sie dazu, das Erdgeschoss des Reviers anzugreifen. Währenddessen schleichen wir uns rein und holen Classy raus. Die Freedom Pearls werden wahrscheinlich sterben wegen uns. Und dann wäre welches Superhelden-Franchise die Nummer 1? Wir haben es Classy versprochen. Ab nach Hause ins Bett. Wir haben heute Nacht Großes vor. Das wär's, Arschlord. Wart auf eine Nachricht von den Freedom Pearls. Was ist denn noch? Was? Schon wieder dieser Dackelblick. Willst du mich eigentlich verarschen? Noch eine Klasse? Nein, Wunderarsch. Schmink dir das ab. Du kriegst auf keinen Fall noch eine Klasse. Hör zu, es tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich weiß, du willst das abhaken, aber... Oh. Nein, ich weiß nicht, wie das ist. Schon gut. Schon gut. Vielleicht kriegst du doch noch eine Klasse. Cyborg. Lol, was haben wir hier denn? Pflanzmagier. Kampfsportler. Pflanzmagier. Pflanzmagier. Der Pflanzmagier besitzt die Gabe, den Verlauf des Kampfes zu kontrollieren, indem er Heilung, Verstärkung einsetzt. Langweilig. Kampfsportler. Der Kampfsportler tritt und schlägt das Verbrechen nieder. Außerdem beherrscht er Rückschussangriffe und fortgeschrittene Schnitterchen für Bonsai-Bäume. Ein Kampfsportler. Manchmal auch Mönch. In bescheuerten Spielen. Diese Klasse wählen, das hört sich gut an. Du lagst im Bett und hörtest deine Mom schreien. Du gingst in den Flur? Als Kampfsport-Superheld hast du dein Ski fürs Gefecht konzentriert. Das war jetzt aber kurz. Warum durfte ich im Spiel nicht mehr angucken? Du hast die Chance genutzt, um mit der Drachenumkehrung zuzuschlagen. Okay. Dein Gegner purzelte nach hinten und war benommen. Cool. Oh, du glaubst, du kannst Kung-Fu? Die hatten keine Ahnung, womit sie es zu tun hatten.
Du hast dich gesammelt, um deinen ultimativen Move, den Drachenstyler, auszuführen. Oh. Okay. Was ist das denn? Du Kleines. Du willst uns provozieren, stimmst du, Zwerg? Deine Gegner verfielen in blinde Wut, konnten aber nichts gegen deinen Schutz ausrichten. Hä? Check ich schnell. Da deine Gegner von ihrer eigenen Wut betäubt waren, hast du einen uralten und mächtigen Drachentanz begonnen. Ich hab dich unterschätzt. Tut mir leid. Oh yeah. That's the way. Und was ist mein Als Held konntest du dich natürlich nicht über ihr Schicksal freuen. Du konzentrierst dein Ski in der Faust und haust jeden um mit dem Drachenkraftschlag. Oh. Okay. Okay, das war echt ziemlich cool. Das war auch echt ziemlich cool. Du liefst blitzschnell zum Schlafzimmer deiner Eltern und stürmtest hinein, um deine Mom zu beschützen. Zu spät, dein Dad hat sie gefickt. Oh. Das muss dich innerlich zerreißen. Wie, das war jetzt abgekürzt. Wie Menschen einander das antun können, es tut mir so leid. Egal, wir haben heute Nacht was vor. Wir sehen uns beim Revier. Mehr gibt's nicht zu besprechen. Ich melde mich, wenn deine Eltern glauben, dass du schläfst. Kannst du ihm ablegen? Ja. Adi, 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 adi. Ich bin hübsch. So, jetzt will ich aber nur kurz Kräfte. So. Die Ulti lass mal dabei. Weil die Sandfall ist halt cool. So, ich hätte jetzt aber gern den Q. Dann brauche ich davon irgendwas. Ja. Ach, davon habe ich jetzt nichts mehr. Okay. Okay, dann machen wir den hier. Okay, jetzt habe ich von allen Sachen was, oder? Ja. Masterclass, genau. Das wollte ich nämlich. Charakterbogen von Kuhn. Meisterklasse. Ich habe nämlich von jedem Elementar jetzt was drin. Achso, mal. Jetzt habe ich ja... Jetzt habe ich ja die Errungenschaft. Jetzt kann ich ja wieder umswitchen. So finde ich gar nicht schlecht. So, ich gehe jetzt nach Hause. Dann kann ich aber in meine Kiste gucken. Kann ich den kaputt machen? Manu. Manu! Wie sieht mein Haus nochmal aus? So? Vergessen, wie mein Haus aussieht. Ah, sieht cool aus. Diesmal nichts zu essen? Ah, du bist schon wieder betrunken. Alles gut, Schatz. Ich hab noch was im Auge. Ja, bla bla. Wo ist Daddy? Frisst der schon wieder irgendwas in seinem Zimmer? Gucken. Oh, kommen wir gar nicht rein. Da kommen wir gar nicht rein. What the fuck? Okay. Die updatet immer noch. Was haben wir hier Gutes? Objekte. Achso, wir haben ein neues Artefakt, oder? Hier haben wir auch was Neues. 100. Kann ein Feld weiter bewegen. Die Ultimate ist effektiver, hört sich aber besser an. Okay. Was haben wir hier? Ah ne, haben wir uns Raisins neu. Okay. Ne, will ich nicht haben. Also, ab ins Badgen. Und... Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen,
Ist dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass es... Da! Du versoffene Hure! Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden! Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Ja. Okay. Wie es hier an dieser Stelle weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Warum liegt da ein Dildo rum? Da liegt einfach mal so ein... Egal. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, gebt auch gerne mal einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Veritas ist Mikrowellenpopcorn. Ciao.